Hey. Dann fange ich mal gleich an. Und wo geht los? Speichen ersetzen. Hier bei dem Cube. Ah, Nachtrag zu dem Cube. Cube, 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 Cube. So. Was wurde bei dem Cube gemacht? Bei dem Cube gab es folgendes Problem. Die Gabel ist nicht original. Die Gabel, die hier eingebaut wurde, ist halt Schrott. Hier war mal eine andere Gabel drin im Original. Die hatte oben eine Achtel Zoll integriert und unten 1/2 Zoll integriert. Die Gabel, wie man sieht, hat nicht den passenden Schaft dafür. Vielleicht hat er einen Unfall gehabt oder was auch immer. Ja, Fakt ist, die Gabel hat der Vorbesitzer eingebaut oder irgendein anderer Schrauber. Wie auch immer, weiß man nicht genau. Und hat einen Steuersatz einfach reingelegt unten. Lose die Schale unten reingelegt, sodass sie natürlich, die kann ja gar nicht passen, ne? Hier unten in das große Ding. Hat die einfach so reingelegt und hat gedacht, das funktioniert schon irgendwie. Ja, aber ist natürlich auch so ein bisschen hier beschädigt worden, der Rahmen. Aber ja, hat dann auch hier den Steuersatz, die obere Lagerschale natürlich zerstört, weil es überhaupt nicht, wie sagt man, frei sich bewegen konnte. Vernünftig, gleitend, wie auch immer. Man konnte es natürlich nicht vernünftig einstellen und das war. Das ist das Problem an der Geschichte. So, jetzt kann man überlegen, was man macht. Jetzt gibt es so einen FSA-Steuersatz mit Reduzierstück auf 1/8, den man hier natürlich einbauen könnte. Denn das werden wir wahrscheinlich machen. Aber der kostet alleine schon 60 Euro im Netz. 60 Euro plus nochmal Versand. Das ist das Problem. Oder man baut den Originalsteuersatz wieder ein, also das nicht der war. Der war auch von FSA, aber natürlich oben 1/8, unten 1/2 Zoll. 1/2. Ach, was weiß ich, was ich erzähle. Ihr wisst schon. Unten breit, oben dünn. Und da braucht man aber auch eine andere Gabel. Die passende Gabel, die da reinkommt, kostet gerade im Angebot 270 Euro. Auch im Netz. Wird Randy nicht bezahlen. Deswegen werde ich das Fahrrad jetzt nehmen, werde es erstmal auf die Seite packen und das war's. Kann man das so senden? Der Mango Lassi ist alle. Bitte, bitte. Ja. So. Moin, Thomas. Moin, Wolfgang. Was regst du dich schon wieder auf? Bin leider da. Was los, Wolfgang? Da kommt der Radfahrer, der will. Autofahrer und der Radfahrer kommt hinten einparken und der fährt weiter Fahrrad um. Na, so eine richtige Idiot, gerade mit Herren kennen wir das rum. Das ist mal groß, wo das Fahrrad noch frei ist. Oh, weia, Leute, die sind alle kaputt heute. Oh, Sonderwetter, hast du den Fahrrad gekriegt, ne? Da
hat er noch alle. Ja, wo die Speichen jetzt kaputt haben, ich jetzt immer. Aha. Wird ein heißer Tag heute. Ja, heute noch nicht, am Morgen noch schlimmer. Heute wird auch heiß. Ja, 35, ja. Ja, ist nicht heiß, oder was? Ja, ist heiß hier 35 noch? Ist schon heiß. Ist schon heiß. Aber ich meine, wir haben ja noch bis 39, 40 gesagt. Ja. Oh Gott, deswegen. Na, wie gesagt, da sterben wir ja alle. Ja, also, wie klar. Da sterben wir ja wieder alle. Das kann ja keiner, das kann ja keiner überleben. Und das Wasser hat ja auch schon, naja, kannst du sagen, über 20, 25 Grad. Du weißt ja, was das heißt, wa? Naja, zum Bad kannst du ohne gehen und zum Angeln kannst du ohne gehen. Fischsterben heißt das wieder. Alter, wenn es so weitergeht, dann ist Fisch da angesagt, glaube ich. Das ist das Wasser, oder? Also so 26, 27 Grad haben, wenn die Dauerstoff, glaube ich. Dann kannst du das Angeln nicht wieder vergessen. Na, brauchst du nicht, kannst du mit dem Kescher gehen. Ja, aber ja, klar. Kannst du alle so rausholen. Ich war ja schon vor Jahren schon mal, in den 70er Jahren haben wir schon mal gehabt. Ich war hier am Land gekommen, studiert man hier oben hier drüben. Das war auch Fischstamm gewesen, aus Heimster. Und da sind ja alle Zander, was die alle da rausgeholt haben, ja. Naja. Was hast du denn, hast du gesagt, es gibt im Kanal so keine Fische drin, ja. Die waren ja heute davor, dass sie trinken und kein Wasser auf der Arme, kein Wasser lassen und kein Duschen und auch Luft durch anziehen. Ja. Die Hitze kommt aus Afrika, kriegen wir die jetzt. Hitze kommt aus Afrika. Ach Gott, ja. Was machen wir denn jetzt? Ist ja klar, jeder, man sagt, es ist ja richtig warm. Jeder schimpft im Winter ist kalt, der andere schimpft im Frühjahr ist kalt. Jeder liebt die Wärme, jeder liebt die Kühle. Ja, aber nicht zu machen. Wenn du Party kriegst, der führt schon bei 3 Grad minus. Der fühlt sich jetzt wohl, wa? Klolog, naja. Aber trotzdem, und der führt schon bei 3 Grad minus. Ja. So, next. Weil normalerweise macht mir jetzt ja nicht aus, ja. Aber wenn es so richtig schwül ist, ja, also so feucht, ja, dann geht da ja auf den Herzen, Kreislauf. Ja, weil wir nicht gewohnt sind, oder? Naja. Wir sind es ja nicht gewohnt. Und was machen die Kinder, die schlafen noch? Ja, oder sind schon wieder? Die sind wach. Die sind schon wach. Wolfgang, Kinder schlafen nicht so lange. Ich weiß. Das ist ja das Problem. Ist ja gestern nicht alles her. Ich war also erstmal momentan so müde. Und da hat er wieder rumgerannt und wieder rumgetackt und ins Fenster geguckt. Und da bin ich erst so nach kurz nach 10 Uhr mit dunkel und eingeschlafen. Naja, immerhin, wa? Naja. Was sagen denn die Nachrichten heute? Was steht drin? Kommt drauf an. Pilot stirbt beim Kampf, wird Kollision. Ja. BZ erklärt 6 neue Buslinien. Deine Mühe sind nicht wichtiger als unser Klima. Danke. Ja. Steht aber oben die Pumpe schon eigentlich. Ja. Eigentlich steht schon hier oben. Bis später. Herr Wolfgang, wir sehen uns. Danke für die Neuigkeiten. Bitte, bitte. Tja. So. So einen langen Zug. Oh, kann ja nur Bremskraftverlust sein, ohne Ende. Okay, stell's mal dahin. Da vorne. Ja, da, erstmal. Und ich hole die Stühle raus. So. Ich darf jetzt sagen, 1 minute. Ja, gleich. Blumen, ich trage ihn. In den Kunden? Nee, nicht den Kunden, sondern die Stühle. Blumen, ich komme. Ja. Ein Gebiet
30. Instead of 20, I'll give you 30, but I need it just before 11:30. I'll give you 30 euros instead of 20. Yeah, that's not the money. I need the time. That's the problem. I request you. It's a humble request. Actually, I have to go to work. So I request you, please. But it's a humble request, please, before 11:30. Thank you so much. I'm coming. Scheiße. Die Zeit nicht. Do you have the keys of the bicycle? A what? Keys. What do you mean? Just check. I don't have nothing. Keiner macht so schnell wie ich die Aufträge. Und der will noch mehr, noch mehr, noch schneller, noch schneller. Und Scheiß, ey. Zum Frühstücken. Wo sind wir denn hier? Paradies. Paradise. Da will er mich noch drücken im Preis, ey. Scheiß E-Bike. Billiger, schneller. Habe ich gesagt, ja, billiger und noch schneller. Ha? Er hat gesagt, der hat 20 Euro bei dem, dann kann ich das machen. Ich auch 3 Stunden, halt. Dann ich mal, weil ich noch zu tun habe. Wie kann you make lower? Nee, yeah, wieso? Sag, ich hab dreckige Hände, du hast saure. Lacht er. Da lacht er immer. Gib mir auf den Sack. Ja, dann kommt da an, ja, gib dir 30, wenn du es schneller machst. Die kommen alle hier, die wollen alle das schnell haben. Bis Mittag und. Hier ist noch ein Felgenband auch noch fertig. Das sind nur Gaffer. Ja, Moo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 o
Jo. Ah, moin. Würde gerne mal mein Rad runterbringen. Da müsste was gemacht werden. Ist das okay für dich? Bring mal. Bring mal. Sind hier? Ich habe ein anderes Hinterrad jetzt drin. Weil mir den Name war ja gesprungen, zentrieren. Und wenn möglich, so, ist halt auch ein anderer Zahn dran. Das ist mit im. Zentrieren ist halt gleich ein Schlaf irgendwie, beziehungsweise zentrieren, Schaltung, Bremse. Jo, ich bin froh, dass ich das Ding jetzt los bin hier. Ja, steht noch hier. Steht noch hier, ne? Ist nächste Feier schon vor 2 fertig? Ja, wie spät ist denn jetzt? Ja, es ist kurz vor 11. Ja, ne, ist jetzt auch aktuell. Ist ja jetzt, ich hab's schon zerlegt. Okay. Bremszug ist schon neuer drin. Muss halt nur noch der Schlauch jetzt drin. Eine Stunde oder was? Next. Bei diesem wunderschönen alten Rad, einem wunderschönen alten Mars, zeigt sich, dass es irgendwann doch mal Zeit ist, die alten Reifen zu wechseln. Der ist durch, wie man sieht. Ja, der muss neu. Schade. Aber so ist es nun mal. Gut, dann müssen wir jetzt einen neuen Reifen darauf zimmern. Hat hier so ein Kofferraum, ein gutes Stück. Habe ich noch nie gesehen, so von Heavy. Für den Gepäckträger hinten dran. Da ist natürlich Werkzeug drin, also normalerweise. Keine Brotdose oder irgendwas. Proviant, Verpflegung. Schaut mal, wie schön. Alles da, so der Schlüssel. 225. A bis Z. Elektronik war das. Die gibt es ja ohne mehr. Schön, ja. Riecht ein bisschen stockig wegen dem Lappen da, aber was soll's. In 80 Tagen um die Welt, Fahrrad. 60 Stunden jeden Tag um die Welt, 400 Kilometer, 5 Stunden Schlaf. Okay. Oh, Alter. Hier. Danke. Thank you for the help. No problem. Ich hab wieder Fahrrad. Ich habe mir sehr gefreut. So schreit jetzt wieder 6 Mal. Können wir mal für jetzt aufnehmen? Oh, Feuerwehr gemacht. Ja, durch ab und zu mal, klar, aber erster Auftrag dann wieder dreckig. Das ist für deine Frau. Die kriegt nur die dreckige Hand. Bitte! Ja! Okay, guys, thank you so much for the help. Ciao, ciao! Ja, bitte, Baby, wiederhole mal. Mhm, aber ihr Baby. Weißt du, was Gadi gemacht hat? Ganz alleine ist sie aufs Töpfchen gegangen. Von ganz allein und hat gepullert. Oh.
Hat mich nur gerufen, dass ich ihr Toilettenpapier bringen soll. Wow, ehrlich? Ja, aber ich habe immer die Köpfe in den Cola. Wow. Und dann habe ich mal die Windel an, oder? Ich habe keine Windel an. Habe ich was auf dem Mund? Kaugummi. Das auch mal. Ich glaube, die schmecken dir nicht. Doch. Ich glaube nicht. Nein, nee. Ah. Was? Ach ja. Da? Darf ich? Wenn sie darf. Ja. Sie ist von mir auch die Schafen. Oh ja, das sind die Schafen. Kika, Baby. Oh, Baby. Kika, Baby. Hab ich eigentlich. Gib mir mal die Hälfte davon ab, ja? Ja. Nein, Skadi, also das war dann vielleicht zu klein. Und dann habe ich euch Nudeln. Nudeln. Mit Fleisch. Mit Fleisch sogar. Mit Spinnen. Mit Spinnen? Spinnen habe ich gar nicht backen, oder? Nee, Spinnen würde ich auch nicht backen. Na, Spinnen sind doch kackig. Machst du nur Nudeln? Nein, hier. Dankeschön. Nudelrolle. Nudelrolle? Ja, nur eine Rolle habe ich. Dann gebe ich euch mehr Nudeln. Ich hab euch noch mehr Nudeln. Es ist alles auf. Und dann schlafen wir, ja? Mami, Fußball ist ein Eis. Fußball-Eis. Ist jetzt so heiß hier für Sie auf die andere Seite? Das ist das Problem. Genau, das ist klassisch. Lass für Schule Memory. Mami, 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 ich hab den Kopf. Hab ich ganz viel mit. So. Das ist nett von dir gedacht, aber. Hebel weg vom Ventil. Was heißt das? Weg vom Ventil. Ne, den Hebel weg vom Ventil entschließen. Diesen gelben Hebel vom Ventil weg. Ah. Den musst du, genau. Den noch, okay. Genau. Eine Frage der Perspektive. Genau. Ich weiß nicht. 200? Ausstellung? Den musst du weiter raufstecken, denn. Also Hebel wieder in die Mitte, weiter raufstecken.
Und dann richtig. Zu ein. Oder vom Ventil weg? Vom Ventil weg. Okay. Na, ja, aber Ausstattung. Was? 1, 0, 5? Und gut? Gut? Ja, aber Zustand. Prost. Ja, aber 200? Das ist billig. Mika, mach die Kugeln rein. Ja, so fein. Wenn der Mika fährt, was ich hier habe, das wirkt so ein bisschen dünn, nicht so schön dick wie deins. Guck mal. Das ist vielleicht doch die Sonne. Nee. Ja, aber die sind ja hitzebeständig bis 200 Grad oder so. Ja, eben. Ich kenne die nicht, was du meinst. Was machst du da? Reifenblumen. Wieso? Ja, müssen wir die Achse mal festschrauben. Das geht nicht. Wir können nicht. Mal gucken, wir mitnehmen und zurück. Warte mal, jetzt hör mal ruhig. Was machst du denn da? Das ist meist vorne, das sind die dünnen Achsen. Ich bin mir nicht so sicher. Ob du eine dünne Achse hast? Hast du Geld für mich eigentlich? Die alle drin wollen und die nicht. Gut, also Feierabend ist jetzt. Wolfgang fährt jetzt zu seinem Gartenhaus. Wird vom Nachbarn zum Garten rausgefahren. Hier kümmert sich jeder um Wolfgang. Kein Mensch braucht denken, dass Wolfgang irgendwie vernachlässigt wird oder benachteiligt ist oder irgendwas dergleichen. Jeder macht und tut für Wolfgang. Unglaublich ist das. Kommt vielleicht in meinen Videos ja nicht so rüber, weil er immer so viel klagt. Immer, ach, ich habe ja gar keinen und dies und das und ihn alle schimpfen mit mir. Ist totaler Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Keiner schimpft mit ihm. Die sind alle bemüht, ihm das irgendwie recht zu machen oder so. Ja. Der hat da eine andere Wahrnehmung zu dem Thema. Ist ja auch nicht schlimm. Macht halt so lange weiter, bis wie man kann. Und man unterstützt ihn und dann ist das okay. Ja. Und wenn man nicht mehr kann, dann muss man halt dann auch mal Verständnis haben. Dafür. Wenn mal einer Nein sagt, so wie Alex, weil er ja immer, ich will das jetzt nur mal gesagt haben, weil er immer über Alex schimpft oder so. Ah, der Alex und kommt vielleicht in den Vlogs auch manchmal so rüber, dass er ja immer nur so ein Thema hat, alle schlecht und der hat sich wieder nicht gekümmert und der hat sich nicht gemeldet. Das ist vielleicht, also ist eine Richtigstellung jetzt einfach nur. Dem Wolfgang geht es sehr gut. Der ist sehr, sehr gut aufgehoben in der Gemeinschaft. Ja, das mal als Richtigstellung nur. Tja, Hauptstadt Billigrad. Hauptstadtrad vom BWF. Das machen wir morgen als erstes. Auf alle Fälle, ich räume jetzt auf. Das Hauptstadtrad vom BWF haben sie echt so gebaut, als wäre es ein Hollandrad. Das ist natürlich total was nervig. Ja. Zumindest dieses hier.
mit diesem ollen Kettenschutz, mit diesen horizontalen Ausfallenden. Ah, ist halt so verbaut und nervig. Und ach, ist halt so wie das. Und der Reifen, der sieht hier auch nicht mehr schön aus, den will sie aber gar nicht mehr gewechselt haben. Die gute Frau möchte nur einen Schlauchwechsel unter Draht. Ja, dann machen wir das. Machen wir das morgen als erstes. Ich freue mich schon richtig darauf, morgen als erstes ein Hollandrad in Anführungsstrichen hier auf dem Programm zu haben. Aber so ist gleich wieder so ein bisschen Einleitung für morgen. Heute schon geschehen. Also, ich räume jetzt ein. Wir sehen uns morgen wieder. Boah, ich freue mich. Macht es gut. Bis morgen. Ciao, sagt euer Tommy. Und immer schön dranbleiben. Daumen hoch und schreibt Kommentare. Schreibt. Freut mich echt, dass so ein bisschen Bewegung auf dem Kanal ist. Das macht mir echt Spaß, ja. Also zwischendurch die Pause hat mir auch gut getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich sehr genossen mit meinem Kind, weil, und mit meinen Kindern natürlich, aber eben auch mit dem neuen Baby. Das ist so ein Ruhepol halt, weil die ist auch so ruhig und oh, friedlich und total entspannt. Ja. Skadi ist sehr weinerlich jetzt geworden, letzte Zeit, tatsächlich auch wegen dem Baby, die geht davon aus. Natürlich, ja. Es ist nicht so, dass sie eifersüchtig ist, es ist überhaupt nicht. Sie liebt sich. Sie könnte, ach du kleine Süße und so. Es ist noch keine Eifersuchtsgeschichte und versuchen wir auch gar nicht erst aufkommen zu lassen. Es wird kommen, automatisch. Aber die ist schon sehr anhänglich an Mama. Ja. Ja, ich würde mal sagen, schaut mal ein bisschen zu, wie ich hier einpacke und das Wort. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, euer Tommy.